Zum ersten Mal gab es ein Eröffnungsspiel des Präsi-Cups auf Ingolstädter Boden und die WFI bleibt ungeschlagen zu Hause. Mit 1:0 hat die WFI nämlich gegen Rapid Matte gewonnen. Der Torschütze, der glückliche Torschütze des 1:0 ist hier, Tobias Ritter. 1:0 hört sich knapp an, war aber ein verdienter Sieg. Ja, mit Sicherheit kann man so sagen. Wir haben die klareren Chancen gehabt, denke ich mal. Rapid war auch ab und zu vom Tor zu sehen. Ich denke, sie hätten vielleicht auch eine Bude machen können, aber ganz am Anfang, nach der dritten Minute, hätten wir einfach 1:0 in Führung gehen müssen, wo ich den Ball drüber schieße über die Hütte. Aber wir haben dann trotzdem das 1:0 gemacht und es mehr oder weniger gut über die Zeit gebracht. Norbert, wenn man zuerst gehört hätte, WFI gegen Rapid Matte, viele haben gedacht, das wird eine richtige Klatsche für die Mathematiker, besonders weil ihr auch Kaderprobleme vorher hattet. Seid ihr zufrieden mit diesem 1:0 oder hättet ihr euch mehr vorgenommen? Wir sind verdammt zufrieden mit dem 1:0. Also sicher, es wäre jetzt eine super Sache gewesen, wenn man da 0:0 gespielt hätte jetzt mit der Leistung, die wir gebracht haben. Aber so, wenn ich überlege, dass wir vorher echt Angst hatten, vor allem vor der WFI und jetzt mit dem Kader auch noch Probleme hatten, den wir jetzt nochmal verstärken konnten, ein bisschen mit ein paar Zweitsemestern, sind wir echt zufrieden. Das war gut. Nach vorne ist nicht viel gegangen für Rapid Matte. Lag es einfach daran, dass die WFI zu stark war heute? Ja, die haben körperlich eine super starke Leistung gezeigt, waren total überlegen vom Läuferischen her auch und haben wir gemerkt, wir müssen uns halt auf eins konzentrieren. Entweder wir greifen an oder wir verteidigen. Wir haben uns aufs Verteidigen konzentriert, um dann im zweiten Spiel dann richtig anzugreifen. Dann geht es nämlich gegen Balla Perdida. Tobias, 1:0, knappes Ergebnis. Ist die Chancenverwertung das oder das Torschusstraining das, was ihr unbedingt noch üben müsst? Ich weiß nicht, ob wir es üben müssen. Heute hat, glaube ich, ein bisschen das Glück gefehlt. Immer so 20, 30 Zentimeter. Ich sage mal, 3-4 Mal hätten wir noch das Tor machen müssen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn das Turnier noch ein bisschen geht, dann spielen wir uns noch ein bisschen ein und noch 2-3 Mal Training, dann sollte es laufen, glaube ich. Wenn die Mannschaft noch ein bisschen zusammenrückt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Überall in der WFI gibt es Flyer mit dem Titel gemeinsam zum Titel. Der Präsi-Cup-Titel, das ist das einzige Ziel, was für euch zählt dieses Jahr. Ja, wir dürfen uns nichts mehr erlauben. Also ganz ehrlich, die letzten Jahre, 2 Jahre mehr oder weniger, die letzten Titel haben wir einfach nicht geholt. Ich will jetzt keinen Vergleich ranziehen, aber ich hoffe, dass es am Samstag für die Bayern besser läuft wie für uns in den letzten Jahren. Und ich denke, wir holen auf jeden Fall dieses Jahr den Titel. Was anderes darf für uns einfach nicht zählen. Und um ehrlich zu sein, wir wollen es den Geos auch nicht nochmal gönnen, dass die das Ding holen. Das können wir uns nicht erlauben. Noch ein Wort zur Stimmung. Wir haben ja das erste Spiel hier auf Ingolstädter Boden gesehen beim Präsi-Cup. Und ich glaube, die Stimmung auf der Tribüne war deutlich besser als das Spiel. Stimmt das? Mit Sicherheit. Also ich glaube, es war ziemlich unerwartet, was ihr mitgebracht habt. Ich finde es überragend, dass es so gut geklappt hat. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber Stefan hat, glaube ich, 2 Busse irgendwie organisiert und die sind dann auch, ich glaube, einer ist nicht mal ganz voll geworden, ihr seid mit knapp über 30 Leuten hier. Und wenn Stefan da sich die Mühe macht und für 100 Leute einfach die Busse organisiert, dass man einen absagen muss, finde ich nicht so cool. Ich meine, er hat sich Mühe gegeben, aber ich war trotzdem überragend, was die Fans gemacht haben, die da waren, war richtig, richtig Krawall draußen, fand ich echt gut. Ja, lautes Trommeln während des Spiels, viele Slogans von den Fans. Für Rapid Matte geht es jetzt quasi ins Entscheidungsspiel gegen Balla Perdida. Fühlt ihr euch gut vorbereitet? Viertelfinale, ist das drin? Ich denke auf jeden Fall, dass das Viertelfinale drin ist. Also wenn ich unsere Mannschaft anschaue, die Jungs, ich habe sie das erste Mal spielen sehen teilweise, aber was die an Leistung gebracht haben, ist echt Wahnsinn. Und ich denke mal, mit der Mannschaft können wir es auch wirklich schaffen ins Viertelfinale. Ja, und ob das dann klappt, das werden wir dann sehen. Die nächsten Spiele dann ab Dienstag auf dem Seidelkreuz natürlich live und in voller Länge bei www.präsi-cup.de.